Vitamin D und das Immunsystem. Dr. Schweig hat Vitamin D-Mangel. Menü Vitamin D größer als Vitamin D und das Immunsystem. Vitamin D und das Immunsystem. Vitamin D und das Immunsystem. Kann Vitamin D das Immunsystem stärken? Verhindert Vitamin D Autoimmunerkrankungen? Vitamin D und seine Rolle in der Immunabwehr. Inhalt: Stärkt Vitamin D das Immunsystem? Kann Vitamin D Erkältung und Grippe vorbeugen? Verhindert Vitamin D die Entstehung von Autoimmunkrankheiten? Vitamin D stärkt und kontrolliert das Immunsystem, die zentrale Rolle, die Vitamin D in der Ausbildung, Aktivierung und Steuerung des Immunsystems spielt, ist eine recht junge Entdeckung und einer der spannendsten Aspekte der aktuellen Vitamin D-Forschung. 1. Noch immer sind die genauen Zusammenhänge nicht völlig erforscht, immer klarer wird aber, Vitamin D ist ein zentrales Element des Immunsystems und unverzichtbar für unsere Abwehrkräfte. Vitamin D beeinflusst und steuert sowohl das angeborene als auch das adaptive Immunsystem. Im angeborenen Immunsystem regt Vitamin D die Produktion von körpereigenen Abwehrstoffen wie Cathelicidin und Defensin an, die eine antivirale und antibakterielle Wirkung haben. Proteinen. Zudem stimuliert es die Zerstörung von Krankheitserregern durch Makrophagen, Fresszellen. Im adaptiven Immunsystem hat Vitamin D eine antientzündliche Wirkung, indem es die TH1 und TH17-Zellen reduziert und die Entstehung von TH2-Zellen und regulativen T-Zellen anregt. Dies sorgt auch dafür, dass Autoimmunerkrankungen vermieden werden. Da diese Mechanismen einerseits über Reaktionen verhindern und durch die Bildung von Antikörpern andererseits dafür sorgen, dass Krankheitserreger gezielter bekämpft werden können. Vitamin D ist somit wichtig für die Bekämpfung akuter Krankheiten und verhindert gleichzeitig die Entstehung von Autoimmunerkrankungen und chronischen Entzündungen. 2. Mit Vitamin D das Immunsystem stärken. Das Vitamin D-Hormon Calcitriol wirkt im Immunsystem als ein wichtiger Botenstoff, der die Aktivitäten der Immunzellen steuert. An der Oberfläche aller Immunzellen finden sich herzu spezielle Vitamin D-Rezeptoren, an die das Vitamin D andockt und so bestimmte Immunprozesse in Gang setzt. Erkennt das Immunsystem einen Erreger? Wandeln die Immunzellen eigenständig vermehrt Vitamin D von der Speicherform 2,5-OH-Vitamin D3 zu aktivem Vitamin D3 um, welches sich dann an die Rezeptoren der Immunzellen bindet und die Immunantwort des Körpers steuert. Vitamin D hat dabei eine vielschichtige Rolle. Es sorgt für die Ausschüttung von körpereigenen Abwehrstoffen. Es moduliert die Immunantwort, um chronische Entzündungen zu verhindern. Es moduliert die Empfindlichkeit des Immunsystems. Vitamin D wird deshalb als Immunmodulator. Es stärkt das Immunsystem einerseits, reguliert aber die Immunantwort auch so, dass sie nicht überhand nimmt und chronische Entzündungen oder Autoimmunreaktionen sich gegen den eigenen Körper richten. 8. Vitamin D und die Bildung des Immunsystems. Vitamin D and the Immune System. Dr. Schweikart. Vitamin D Deficiency Menu. Vitamin D. Vitamin D and the Immune System. Vitamin D and the Immune System. Vitamin D and the Immune System. Can vitamin D strengthen the immune system? Does vitamin D prevent autoimmune?